Julian Lindemann vom Jahnblock. Herr Ennox, mal direkt gefragt, was ist Ihr Ziel für die nächsten drei Spiele? Abschiedstournee oder doch noch das Wunder schaffen? Ja, wir wollen das Wunder schaffen. Wir glauben an eine Chance. Unsere Gespräche, die wir geführt haben mit der Mannschaft, die glauben auch dran. Natürlich sehen wir halt eine Chance. Und diese Chance wollen wir wahrnehmen. Das Trainerteam glaubt daran, Vereinsführung glaubt daran und auch die Mannschaft glaubt daran. Das ist das Wichtigste. Ich sowieso bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ich habe schon so viel im Fußball erlebt, dass ich halt wirklich daran glaube. Natürlich ist keine Garantie, nur weil ich daran glaube, aber wir werden halt alles dran setzen, alles hinten anstellen, um halt diese kleine Chance, die wir haben, halt wahrzunehmen. Wird es schon taktische Veränderungen geben, auch in der Ausrichtung, oder war dafür die Zeit zu kurz? Na, wir werden halt schon ein paar neue Impulse brauchen. Wir haben gestern eine taktische Einheit reingebracht. Es geht um alles so ein bisschen zu vereinfachen, dass wir die Köpfe frei bekommen, dass wir halt nicht so viel nachdenken, dass wir einfach Fußball spielen, dass wir es genießen, auch Fußball zu spielen. Ich habe so eine Vorfreude auf das Spiel am Sonntag. Ich glaube, die Mannschaft auch, hier im Stadion zu spielen, vor der Kurve, 15.000 Zuschauer, was Besseres gibt es nicht. Und deswegen die Motivation brauche ich gar nicht, sondern es geht darum, einfach den Jungs halt Fußball, Spaß an dem Fußball zu vermitteln, eine gewisse Ernsthaftigkeit da, aber einfach es zu genießen. Und wenn man es halt genießt und wenn man halt Spaß daran hat und wenn man halt es ernst nimmt, dann hat man eine Chance da, das Spiel halt positiv zu bestreiten. Erstmal willkommen in Regensburg. Vielen Dank. Was würden Sie denn sagen, inwieweit unterscheidet sich vielleicht Ihr Ansatz von dem Ihres Vorgängers? Ja, letztendlich will ich halt nicht über die Vergangenheit sprechen. Also Mersat hat eine überragende Arbeit mit der Jahn halt seit Jahren gemacht. Der Verein ist mir halt sehr sympathisch, weil die sich halt so schwer tun mit solchen Entscheidungen. Ist genau das mein Ansatz. Ich bin, wenn man halt zurückblickt auf dem, was ich halt in den letzten Jahren gemacht habe, 5 Jahre Zwickau, war 22 Jahre in Osnabrück, das ist halt kontinuierlich Arbeit und das ist genau das, was halt der Jahn darstellt. Deswegen war die Entscheidung für mich ganz einfach. Mein Ansatz ist halt, Spiele zu gewinnen. Ich vergleiche mich nicht mit irgendjemand anderem, sondern ich möchte halt gute Entscheidungen treffen, sodass wir halt die Möglichkeit haben, halt das Spiel zu gewinnen. Deswegen werde ich halt keine Vergleiche abgeben. Die Mannschaft ist gut, die Qualität in der Mannschaft ist sehr gut. Ich glaube daran, dass wir halt jedes Spiel halt eine Chance haben, halt zu gewinnen. Aber das nächste Spiel gegen HSV ist für mich das Wichtigste. Und deswegen blende ich alles andere raus, versuche ich aus den Fehlern in der Vergangenheit meine Fehlern zu lernen, um halt bessere Entscheidungen zu treffen für die Zukunft.